Hallo Minecraft-Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Jeder redet durcheinander. Ja, genau. Schade. Mit dabei haben wir wieder Yama und The Jokecraft. Wer ist das denn? So, und jetzt könnt ihr eure Begrüßung machen. Okay, Yama. Begrüßung. Hallo. Das machen wir nochmal weg. Ja, Yama, zeig her. Du wolltest doch noch was abspielen, Schönes. Ja, ich Blödmann hab. Es ging vorhin nicht. Nee, ich hab. Ernsthaft? Ich dachte, das hätten wir in der letzten Folge hinter uns gelassen. Nein! Vielleicht nächste Aufnahme, aber. Ist das, warte mal kurz. Oh, ist das. Mal, weißt du, was du damit jetzt machen kannst? Weißt du, was für ein Potenzial das hat? Gut. Dann. Nein! Machen wir noch. Was denn? Ach, warte mal kurz. Oder was? Und diesen. Dann sollte alles gleichzeitig angehen. Sofern das dahin überhaupt reicht. Dann machen wir das anders. Machen wir das dahin. So. Du hast jetzt theoretisch ja die Möglichkeit, damit ein Klavier zu machen. Da kannst du so Melodien spielen. Wir das machen wir erstmal hier unten ist alles an. Oh, das klingt ja. Ernsthaft? Das hört sich schon fast an wie ein Röpskonzert, aber alles gut. Ich hab auch mitgekommen. Ja, wir haben es hingekriegt. Das heißt, wir haben unser erstes Lichtsystem. Wuhu! So, das hier lassen wir hinter der Wand. Ich habe das Gefühl, dass die heutige Folge das Röpskonzert heißt. Okay, so. Ich habe das mit Absicht hier hingemacht, weil da vorne ist ein bisschen schwierig, das da unterzubringen. So im Eingang. Das heißt, man wird sich erst mit der Taschenlampe hier durcharbeiten, dann da rein und dann, hier konnte ich schön hinter der Wand verstecken. Ja, gut. So. Dann, Joe? Ja? Du hattest dir ja für die Eisdiele schon ein System ausgedacht, ne? Ja. Das heißt, ich mache hier den Boden auf und da drunter darfst du dann bauen. Das ist ja lieb von dir. Das heißt, da drunter gehört dann jetzt dir. Ich mache nur noch hier, ich ziehe die Decke rein. Kann sein, dass ich das sowieso nochmal aufmachen muss. Wegen dem Licht. Wegen des Lichts. Ich sag wegen dem Licht. Ist mir egal. So. Ist mir egal. Nein, fangen wir jetzt nicht an, weil sonst so, Yama? Geh mal einen auf die Hucke. Yama? Kennst du diese Autohupen, die so klingen? Ach, Mist. Moment. Was? Entschuldigung? So klingt keine Autohupe. Nein, so klingt keine Autohupe. Ich weiß. Aber vielleicht. Ich meine, vielleicht so. Achtung. Ah, immer noch zu schlecht. Auch der ist auch gut. Alter, was ist das denn für einer? Jammer. Ja? Zum einen bitte auslassen. Zum anderen können wir das vielleicht im Command-Blockhaus gebrauchen. Als Alarmanlage. Als Alarmanlage. Nein, das, was du eben gerade hattest, dieses Gequietsche da. Nein, die Alarmanlage muss rülps. Nein. Das können wir dann machen, wenn wir dann dort auch eine Eisdiele einbauen. Dann, wenn einer dort Eis zapft, dass sich das dann so anhört. meine Zuschauer hatten diesbezüglich auch ein paar Ideen. Und haben Vorschläge langsam, gemacht. Hört ihr? Hm? Bitte mal kurz aufhören. Meine Zuschauer hatten diesbezüglich, was das Eis angeht, ein paar Vorschläge. Sie hatten gesagt, man könnte doch auch die Kekse nehmen, dann hätte man tatsächlich auch was zum Essen. Man müsste es nur in Eis umbenennen. So Eis mit Schokostückchen. Schokoeis mit Schokostückchen. Oh, ist das schönes Spielzeug, ehrlich. Okay, jetzt reicht es selbst mir. Jetzt hab ich habe jetzt meine Minecraft-Lautstärke auf 0 gedreht, damit hat sich das Thema erledigt. Nein! Ach! Nein!
So, jetzt hier muss ich musst du hier so am Teamspeak nachmachen. Ja, der Fußboden, weil sonst können wir da auch wieder nichts draufsetzen. Oh, das könnte die. Was war das denn bitte? What the fuck? Er hat sie stumm geschaltet, die Minecraft-Töne. Jetzt muss ich sie im Teamspeak machen. Alter, das war das. Also, das hört sich gerade für mich so an, als wenn Yama das selbst macht. Ja. Natürlich mache ich die selbst. Alter. Zu was für Geräuschen bist du bitte fähig? Oh, ich glaube, da gibt's doch deutlich mehr. Alter, what? Ich krieg zu weh. Ach so, und für meine Zuschauer nochmal, bitte mal kurz aufhören, Leute. Meine Zuschauer nochmal, wenn ich hier jetzt einen Block drüber setze, das hier steht nicht im Konflikt damit, weil das nur ein halber Block ist. Das heißt, da wird nichts irgendwie das Signal durchgegeben oder so. Ne, erst wenn ich einen ganzen Block draus mache, kann da was passieren. Okay. Nur, dass er Bescheid. So. Machen hier alles schön. Oh ja, aber ich hab noch eine richtig sadistische Idee. Ja, ich baue das von Hand zu. Gibt's einen Block in Minecraft, der nach einer Zeit von alleine verschwindet? Nicht wirklich. Wenn du ja, in einem warmen Biom einen Schneeblock hinmachst. Also, du kannst eine bestimmte, wenn du mit deinen Laub-IDs Spaß machst, dann kannst du das machen, dass die verschwinden. Und es gab mal so eine Truhe, die ist dann an der Zeit verschwunden. Echt? Gab's mal? Ja, so, da waren vor vielen Jahren mal ein Easter Egg. Und das haben sie irgendwann rausgenommen und dann hatten diese Truhe diese komische lila-schwarze Textur, diese Platzhaltertextur und dann haben die stimmt, und, ja. Und irgendwann wurden die dann zu, ich weiß nicht, irgendeinem Block, der neu war. Ah! Nicht jedes Laub. Moment, hast du den gerade weggemacht? Oh, jetzt gucken. Nein. Der ist gerade von alleine verschwunden, ne? Ja. Laub, wenn du es hinsetzt, hat eine leicht andere ID. Geil, aber das geht so. Moment, das geht so. Das bedeutet, wenn du Command setzt, dann ist das kein Thema. Aber wenn du es von Hand setzt, dann hat es eine andere ID. Dann verschwindet das nicht. Boah, das ist richtig geil. Weil, pass auf, du siehst den Command, ne? Ups, jetzt habe ich ihn gelöscht. Das wollte ich eigentlich nicht. Moment, der hat nicht ganz geklappt, der Command. Moment mal kurz. Nein, das müssen wir anders machen. Machen wir Fill. Müssen wir es so machen? Weil ich weiß, mit einem Fill-Command geht das auf jeden Fall. Machen wir Leaves 0 Replace Air. So, und das müsste jetzt eigentlich gehen. Genau. Da macht er ein Ding hin. Da macht er kein Ding hin. Gut. Okay. Und wenn ich das jetzt so mache. Genau, das sieht gut aus. Und was ich jetzt machen kann, ist folgendes: Ich kann jetzt. Wenn ich nur wüsste, was er da treibt, ne? Och, nichts Schlimmes. So. Ja, das soll ich dir jetzt glauben. Ja, aber du darfst gerne den Schalter gleich umlegen, wenn ich soweit bin. Und zwar, was ich noch machen würde, ist das hier. Und ich zähle dann von 3 runter und dann legst du den Schalter um, okay? Einen Moment, jetzt kann ich, was? 3. Moment, nein, ich hab dich da interpretiert. Du musst nochmal zu mir. Falsch, ne? So. Willst du mich zurückholen? Ja, du musst jetzt selber zurückführen. Okay, ich bin jetzt soweit, dass du den Schalter umlegen kannst. Leg ihn einfach um. Zurück muss. Ja, findest du schon. Bist du, sag, wenn du ihn umlegst, okay? Warte mal. Okay, ich leg ihn am besten jetzt um. Das machen wir weg, weil... 5, 4, 3, 2, 1. Was hab ich jetzt bekommen? Ey! Hör auf mit dem Laub! Du machst mir gerade mein System kaputt, ist dir klar, ne? Das verschwindet theoretisch von selbst wieder, aber es braucht pro Laub ungefähr 10-20 Sekunden. Ja. Ja, das Problem ist, ich kann nichts mehr bauen, Leute. Warum gehst du dich dann auch dorthin, Joecraft? Ja, ich wollte gucken. Mach es bitte weg. Ja, ist schon weg. Oh. Echt mal. Unglaublich. So, verheizt dir nicht alle Befehle, weil ein paar sollen meine Zuschauer auch noch übrig haben. Ja, Mark, ne? Hier, bitteschön. Das ist der schönste Befehl, den es so gibt. Oh. Wollten wir hier noch? Oh, hör doch auf! Das war ich jetzt nicht. Ja, Mark. Das war ich nicht!
sieht Leute, aber geil aus. Ich kann das echt nicht gebrauchen. Es sieht richtig geil aus, Mithras. Nein, sieht's nicht. Doch, von außen sieht's geil aus. Häng hier fest. Upsala. Warte mal. Mithras, Jobcraft, flieg mal ein Stück nach oben. Ich hab eine Idee. Aber es sollte mit Replays eher sein, sonst machst du hier nachher was kaputt, ne? Flieg wohin, so, wo du etwas Platz hast. Mitten im Atrium von... Leute, ja, hab ich. Mitten im Atrium von Mithras. Da. Und da. Okay, warte, ich warte. Warte, ich drücke. Nichts passiert. Okay, wollen wir hier auch noch hinhaben. Ne? Nochmal, mach nochmal. Nö. Warte, wie funktioniert denn dieser Command überhaupt? Moment. Du kannst keine World-Edit-Commands in einem Command-Block ausführen, ne? Nein, aber ich hab gerade versucht, ob ich das vielleicht mit diesem /execute kann. Nein. Weil das ein JSON-based Command ist. So. Also mit dem Lauf fand ich viel lustiger. Genau. Das ist der Plan. Achtung, ich komme wieder neben dich. Also ich finde, wir sind ja heute richtig produktiv hier, ne? Also, oder? Nein. Seid ihr nicht. Aha. Das habe ich hier nicht mehr gehört, ob die Falltüren hochgehen, aber dankeschön. So. Du, ja, man könnte dieses Rübs-Konzert auch theoretisch randomisen, indem man da einen Mob draufsetzt, der die ganze Zeit über die Druckplatten läuft, oder? Ja. Das ist doch eigentlich brillant, wenn man hier so die Command-Blocks nochmal alle neu aufstellt, so und so, ne, dann macht man so, dann braucht man jetzt eigentlich gar nicht mehr viel. Nee. Das war ein besonders doofes Geräusch. Ja, warte mal. Ja, was? Okay, geh mal raus da. Super. So. Ja, und wenn man sich bewegt, dann wird es zwar leichter, aber wenn sich dann das Huhn bewegt, dann fängt es wieder dort an, wo man gerade war. Es ist super. Es ist herrlich. Also ihr seid echt weit entfernt davon, produktiv zu sein. Ich finde, das ist die produktivste Folge von allen. Ich finde sie laut mehr. Hier bei den Kleinen machen wir das nicht hin, aber hier bei denen könnten wir das hinmachen. Genau. Was kann man denn noch sadistisches Schönes machen? Gar nichts. Ihr müsst gar nichts machen. Doch, müssen wir. So, jetzt. Ich hab die Idee. Oh, jetzt bin ich gespannt. Warte, ich brauch mal eine Glock. Eine Glock kann ich dir eben schnell machen. Ja, ich auch. Also nee. Ich kann nur die alten Glocks, aber das ist auch Glock genug. Schnelle Glock oder langsame Glock? So eine Glock. Mach eine schnelle Glock. Hey! Auf die abzubauen. So. Warum hast du die jetzt abgebaut? Ja, weil die besser ist. Nein, das sollte nicht passieren. So. Warte mal, hier ist was falsch. Ja, aber wieso benutzt du noch die alten Glock-Modelle? So. Ich mag dieses Glock-Modell. Das ist sogar abschaltbar. Genau. Ja, das Ding hier ist auch abschaltbar, mein Junge. Ey, das hier ist besser abschaltbar. Perfekt. Das hier ist weniger... Dann machen wir da noch eins hin. Weil die andere Glock, da brennen Fackeln durch. Da kann es sein, dass mal gar nichts funktioniert. Wieso? Nur Pech hast. Durch. Aber es passiert nicht, dass nicht eine läuft, jemand. Oh. Statistik, alles nur Statistik. Ich hab dafür bestimmt hunderte gebaut, ist noch nie passiert. Also die hier finde ich am geilsten. Nee, so. Diese Mithras, wir brauchen unbedingt jetzt sofort deine Expertenmeinung. Welche Glock ist besser? Hier, welche von den beiden Glocks ist besser? Ernsthaft? Die linke oder die rechte? Die hier ist kompakter. Die fällt mir besser. Das reicht mir schon. Aber... es gibt eine noch bessere. Eine noch bessere? Nicht ganz so kompakt, aber... Wieso sollte sie dann noch besser sein? Ja, einstellbar. Dass der Tick einstellbar ist. Kannst du das mit diesem TP, dass man in andere Richtungen guckt? Mach das bitte mal da rein. Ja, das kann ich. So. Mach mal. Warte mal kurz. Nein, echt mal. Hört doch mal auf mit Quatsch. Nein. Warte mal kurz. Ja, ich mach das eben. Nein, Leute, ich komme so nicht voran hier. Ja, wir wissen das. Aber wir... Ernsthaft? Ey, hör doch mal auf! So,
So, und jetzt. Warte, mach jetzt noch einen Command. Noch einen Command, der auch wieder in eine andere Richtung dreht. Methos, so musst du dich. So musst du niemals noch nach oben. Ihr bräucht jetzt noch so eine Linie nach oben und unten bewegen. Ich komme an den Command Point dran. Ich komme an den Command Point dran. So. Stell dich nicht so an. So, ich schalte das mal wieder ab hier. Komm schon. Okay. Leute. Ach, shit. Oh Gott. Scheiße, das wollte ich nicht. Oh Gott. Ich sag bis zum nächsten Mal. Oh, so. Sag tschüss jetzt. Jetzt haben wir ein kleines Problemchen. Der Scheibklasse. Jemand muss mal kurz Command-Blöcke auf dem Server ausschalten, sonst können wir die Welt nicht mehr betreten.